Hallo und willkommen zu Galactic Civilizations 3. Eins vorweg zu diesem Spiel. Ich mache jetzt ein, oder ich werde versuchen, ein komplettes Let's Play daraus zu machen. Ich muss mal kurz den Ton, glaube ich, ein bisschen runterschalten. Ah, ich weiß nicht, wie laut das jetzt für euch war, aber zumindest für mich war es sehr laut in den Ohren. Na, ich lasse mal auf 3. Genau. Weil ich hatte das Ganze schon mal im Multiplayer gespielt mit einem guten Freund, in dem Fall nicht der Herr Gewürzfeuer. Das hat dann in einem kleinen Fiasko geendet, weil ich irgendwann keine Starbases mehr bauen konnte, ohne dass das Spiel abstürzt. Und ansonsten sind auch noch einige Bugs da, dass einfach Schiffe verschwinden und ein bisschen UI, also Interface, Schwierigkeiten, Unübersichtlichkeiten sind mit drin. Aber generell hat das Spiel sehr, sehr viel Potenzial. Deswegen schauen wir einfach mal, wie weit ich komme und wann der erste Patch kommt. Das ist ja noch Version 1.0. So, wir machen ein New Game. So, und wir machen natürlich eine eigene Rasse. Jetzt ist die Frage, was können wir denn hier so machen? Factions Leader, who is your race? Gibt es denn da noch so Choose Your Style? Kann ich hier irgendwie Customize Background Picture? Was? Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich es. Was gibt es denn noch? Customize Foreground brauchen wir, denke ich, auch nicht. Aber was gibt's denn da? Okay. Choose a Leader Foreground Image. Was ist denn das für ein Insekt? Gidigid. Hier haben wir ein bisschen Steampunk. Könnte auch aus Wolfenstein. Naja, weibliches Wolfenstein. aha. Derp. Ich glaube, wir lassen das. Wir spielen einfach Menschen. Place Leader Description hier. Ach, da kann ich selber eine einfügen, okay, das ist natürlich cool. Leader Portrait. Lustig wäre, wenn wir jetzt natürlich eins von unserer Platte nehmen könnten. Aber hier gefällt mir fast besser. Ja, der gefällt mir besser. Der hat nicht ganz so einen großen Zinken wie der hier oben. Who is your race? The new race name. Ist ja standardmäßig The Kings bei solchen Spielen. Hatte ich schon mal erklärt, das ist aus ganz früheren Zeiten, hat sich das irgendwann mal so ergeben. Sehr einfallslos, aber hat sich über die letzten, 10, 15 Jahre auf jeden Fall durchgesetzt, der Name. Shortname, Kings. Ship Call Sign. The Mighty King Ship. Homeworld Name. Homeworld? Nein. In unsere Homeworld nennen wir einfach mal Erde. Ganz einfallslos. Star System, Sol. Ach so, das sind dann. Aha, okay. Wahrscheinlich bloß Hintergrundwissen hier. Und das wird dann genau von unserem Sternensystem, was wir am Anfang, am Spielbeginn dann haben, wahrscheinlich der Name sein. Können wir den ändern? Können wir ändern? Lassen wir jetzt aber einfach mal so. Race Logo, das müssen wir auf jeden Fall mal überarbeiten. Was gibt's denn da Schönes? Ein bisschen was Deutsches. Ein bisschen was Buddhistisches. Ansonsten nichts, was mich wirklich anspricht. Die Schweiz wäre auch noch da. Kanada ist auch da. Sehr schön. Dann wird das hier wahrscheinlich Amerika sein. Holland oder Frankreich? Holland, oder? Subaru? Acura? Da haben wir das imperiale Logo. Es ist schon sehr, sehr abgeklatscht, wenn man sich das länger anschaut. Fehlt so ein bisschen. Was ist das hier? Ist das Finnland oder ist es Schweden? Okay, Italien. Jetzt fällt es mir gerade erst auf. Naja, ich glaube, wir nehmen einfach mal hier das zukünftige deutsche Weltallreich. Trades and Abilities. Da jetzt kommen eigentlich die interessanten Sachen. So. Race Trades can grant strengths and weaknesses, so choose wisely. Ich bin ja eher so der Forscher und Produzent. Also, wenn ich jetzt hier. Kann ich die Available Trade Points
Okay. Hätte ich hier noch drei übrig? Vier? Double Coin ich dazu, okay. Ja, genau. Plus 15, minus 15. Ich möchte ein bisschen mehr Produktion. Ich möchte viel mehr Produktion haben. Economical ist jetzt nicht so wichtig. Fertile wäre vielleicht auch noch interessant. Wachstum schneller könnte man schneller anfangen zu besiedeln. Und die Forschung ergibt sich ja quasi eigentlich schon von selber da draus. Umso mehr Leute, umso mehr Forschung. So sehe ich das jetzt gerade. Observant. Sensor Range. Logistics. Ah, Logistik ist, wie viele Schiffe man in einer Flotte haben kann. Okay, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das hat irgendwas mit Handeln zu tun. Resistance. Ist hier nicht irgendwo Forschung? Clever wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Wir können noch irgendwas abziehen. Militant. Military Manufacturing. Das bezieht sich, glaube ich, auf alle Schiffe. Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil wenn man Constructor baut, das zeige ich später, hat Military wenig oder Kolonieschiffe, dann werden die auch langsamer gebaut. Adventures am Ship Range. Nee, die lassen wir. Diplomacy Bonus. Ja, zieh mal eins ab oder zieh mal keins ab. Sensor Range fast. Ah, da kann ich gar nichts abziehen. Jamming. Ships are harder to hit. Accurate. Modifies the accuracy of your ship attacks. Die lassen wir lieber so, da noch mal einen Punkt weg. Tough. To resist invasions. Machen wir mal auch Spaß, aber einen Zweck. Ich hoffe, das ist jetzt. Wird nicht zu schlimm. So, jetzt hätten wir zwei Punkte. Wo können wir die denn draufhauen? Content bringt uns Moral. Was bringt Moral? Genau. Modifies the citizens' view of you. Ah. Handy, Maintenance. Wäre auch interessant. Dense. Also, wie gesagt, doch, Productive bezieht sich, glaube ich, nur auf Gebäude bei unserer Geschätze. Tourism, Income, Traders, Farmers, Food. Da machen wir Militant. Genau. Und was hätten wir? Oh, da haben wir auch noch Available Ability Points. Da haben wir auch noch was. Shipyard Production Decays. Gets Research from Precursor. Aha. Das gefällt mir schon mal. Colonizers. First Improvement on all new colonies is free. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Jetzt ist die Frage, ob damit Gebäude und so gemeint sind. Patriotic. All Stories get the first module free. Okay. Aber man bekommt das sowieso immer ein Modul frei, dachte ich. Aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. Can colonize Tier 1 Extreme Worlds. Ich glaube, das lassen wir mal so. Was haben wir hier noch? Appearance. Ah ja. Okay. Ich sehe schon, welche Richtung das läuft. Aber Terran gefällt mir. Nicht Interface, Ship Colors, Ship Style. Ich glaube, mir gefällt. Ja, genau, das Altarisch hat mir nicht ganz so gefallen. Iridium. Oh. Die haben natürlich auch was. Kann ich da ein bisschen. Achso, das ist Zufall. Andere Schiffe wären ganz cool. Wenn ich mir anschauen könnte. Haben wir noch Kryn? Ah, nee, das ist nicht so Yor. Was bist denn du? Für ein Tintenfisch. Aha. Nee. Halt. Italien was nicht. Grin. Na, sagt mir irgendwie nicht zu. Kann ich es nicht irgendwie drehen? Doch, kann ich drehen. Gut, Terranisch ist natürlich schon sehr, sehr simpel gehalten. Das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Ah, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Kryn, Iridium. Nehmen wir Iridium. Komm, wir lassen uns einfach mal auf Terranisch. So. Und wir nehmen Farbe. Könnten wir bestimmt auch eigene Farben machen. Dann wette ich was, oder? Materials. Surface. Ja, tatsächlich. Aber.
Terrain Inverted schaut auch nicht schlecht aus. Ah, da kann man sich echt drin verlieren. Ich glaube, wir nehmen das. Das ist zwar eigentlich geklaut von den anderen, aber... Terrain Inverted. Okay, dann nehmen wir halt die Inverted, so. Interface Theme, Map Theme, das lassen wir jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht genau, welche Auswirkungen das dann hat. Nicht, dass ich mich nachher nicht mehr zurechtfinde. Personality, so, was haben wir denn hier? Wir sind... Oh, hier ist das noch. Base Tech Tree, was gibt's da noch? Terrain Tech Tree, Balance Tech Tree. Tech Tree Focused on Military Research. For Synthetic Life, Tech Tree Focused on Research and Influence, Military and Productions, Tech Tree Focused on Expansion, Commerce, Influence and Approval. Boah, ich glaube, wir lassen einfach mal den Base Tech Tree, ganz ehrlich. Customize the way this race behaves when being controlled by the AI. Das habe ich eigentlich gar nicht vor, um ehrlich zu sein. Dass das Race Follow, wir sind pragmatisch. Ja, doch, wir sind eher pragmatisch veranlagt. Select all character traits that can be used to describe this race. Wir sind. Wir sind auf jeden Fall. Scientific. Wir sind. Friedlich. Wir sind, im Grunde sind wir friedlich. Und expandierend. Arrange the following priorities by order of their importance to this race. First. Würde ich fast sagen. Hä? Geht das nicht irgendwie? First is Tech. Dann machen wir Expansion. Wachstum, ja, gut, Militär könnten wir auf dritter. Ja, das lassen wir zu. Ich denke mal, das ist sowieso wahrscheinlich nur für Multiplayer-Spiele gedacht, hauptsächlich, dass man das sieht, mit wem man es ungefähr zu tun hat. Safe Race. So, was haben wir jetzt hier? Wenn ich da draufklick, Ancient Star Farming Leader Name. Oh, es fehlt ein Leader Name. Copy Delete? Ich will sie bearbeiten. Ach nö, oder? Kann ich die nicht einfach... Copy? The Kings? Ja, das soll... Leader... Ah, ich habe den Leader-Name tatsächlich vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Natürlich Woodstock. Woodstock. Safe Race. So, jetzt haben wir einmal einen ohne, einmal mit. Das heißt, wir können die hier eigentlich löschen. Ist auch wahnsinnig umständlich gemacht, oder? Hätte man doch einfach irgendwo Customize-Button machen können. Auf jeden Fall, dann fangen wir doch mal an. Moment mal. Craven. Ja, gut. Set Galaxy Size and Shape. Also, es gibt auf jeden Fall verdammt viel einzustellen in dem Spiel. Galaxy Size nehmen wir einfach mal. Oh, was ist denn? Immens. Excessive Insane. Wir nehmen jetzt Large oder Huge, hätte ich gesagt. Nehmen wir einfach mal Huge. Scattered. Also wie die Cluster verteilt sich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was wir mit Cluster meinen, aber wir machen es einfach mal. Galaxy Options. Was haben wir hier? Star Frequency. Ich glaube, das sollten wir jetzt einfach mal gar nicht zu viel rumfuschen, wenn wir uns nicht auskennen. Gibt es hier irgendwie eine Anomalie? Puh. Victory Conditions. So. Influence Research. Reclaim Insertion Crystals. Use Diplomacy to bring peace to the galaxy. Turn Limit. Das lassen wir mal aus. Game Settings. Galaxy Difficult. Wir lassen mal auf Beginner. Ich weiß nicht, was die KI so drauf hat. Nicht, dass man so wie bei Endless Space da reinrennen, aber ich glaube es fast nicht. Research Rate, United Planets Frequency, okay. Minor Races,
Es gibt Minor Races, okay. Players cannot trade any technologies, game pacing, normal, pirate bases, galactic events, okay. Opponents, genau, das habe ich noch eher gesucht. Wir hätten jetzt hier drin, selected opponents hätten wir 3 noch drin. Auf large. Ich glaube, wir machen noch einen 4. mit rein. Wir haben jetzt insgesamt 5 Leute in einem großen. Ich denke, da kann man. Kann man ganz gut mit umgehen. So. Bin mal gespannt. Ladezeit. Es wird eine große Map sein, schätze ich. Aber. Da tut sich nicht mehr viel. Ah, doch jetzt. Okay. Time to explore an alien species of unknown history and makeup. And, no one knows who they are. Wahrscheinlich, weil wir hier nichts eingegeben haben. Okay. Erde. Ach nee, unser System heißt tatsächlich Erde. So, Edge Scrolling habe ich angemacht. Das musste man auch extra anschalten, dass man am Rand Kartenrand scrollt. Ansonsten geht das nicht, weil mit Pfeiltasten geht das sehr schwuppsdiwupps. Wenn das ein Begriff ist für euch. Barely habitable. Okay, der ist tot. Das fängt schon mal gut an. Oh Gott, jetzt sind es wieder andere Schiffe, als ich gewohnt bin. Jetzt muss ich mich erstmal zurechtfinden. Das ist ein Class Escort, Class Support. Support Tiny, Medium, Cargo. Gut, ich glaube, das ist Equipped to Colonize a Distant Planet. Dann, was haben wir hier? Durantium, das ist schon mal nicht schlecht, das können wir dann abbauen, wenn wir einen Constructor haben. Den können wir gleich mal in die Bauliste reinsetzen. Bräuchte jetzt 21 Runden, okay. Du machst mal Explore. Und du ebenfalls. Du fliegst mir hier runter, aber du wartest noch kurz. Okay, so, und jetzt kommt das, was ich eigentlich noch zeigen wollte. Hier. Kann man einstellen, wie sein Reich oder wie sein eigenes Reich, Imperium, wie man es immer nennen möchte. Es soll jedem selbst überlassen sein, zu was es intendiert. Wie gesagt, ich bin ja mehr Produktion und Forschung. Normalerweise. Ich habe jetzt durch einen Skill-Trade, wie auch immer, ein bisschen auf Nahrung gesetzt, wobei das ist gar keine Nahrung, das ist Geld, sehe ich gerade. Verzichten wir ein bisschen auf Geld, gehen dafür mehr auf Research und Production. 5, 11, 9. Weil es gibt viel zu forschen. Es gibt verdammt viel zu forschen in dem Spiel. So, und das ist hier eben dieser Slider. Man kann jetzt sagen, okay, ich gehe mehr auf Production oder mehr auf ich gehe mehr auf Social oder mehr auf Military. Social ist in dem Fall tatsächlich nur auf Planeten bauen und Military bezieht diese Starbase, dieses Shipyard mit ein. Auf diesem Shipyard werden aber auch Kolonieschiffe gebaut. So, und da ist eben der Wurm drin, das beeinflusst das Ganze. Sehe ich gerade, bekomme ich hier mehr Punkte, wenn ich runtergehe? Ja, tatsächlich. Okay, dann sollte man vielleicht doch mehr so. Das so machen. Okay, jetzt hätten wir. Gebäudebau ist wichtig, Schiffbau ist. Oh, ich krieg das gar nicht mehr hin, oder was? Ist das mies. Ich habe doch Manufacturing 10 Punkte. Ich müsste doch 5 machen können normalerweise, oder? Ach komm. Ja, das war auch so ein lustiger Rundungsfehler wahrscheinlich. Okay, jetzt ist die Frage. Wir machen mal, wenn ich jetzt hier runtergehe, sind wir bei 20 Runden. So. Genau, dann gehen wir. Noch weiter runter.
Okay, dann lassen wir es einfach mal so stehen. Und 20 Runden. Ich meine, wir könnten es auch kaufen. Ich glaube, wir kaufen auch direkt ein. Ja, Credits 5000 ist auf jeden Fall in Ordnung. So, dann sollten wir die nächste Runde gleich haben. Wenn wir noch Research ausgewählt haben. Technology. So, und Technology, ich zeig's mal ganz kurz. Ich könnte auch ein Tech-Tree einfach zeigen. Der schaut kleiner aus, als er letztendlich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja gut, das wird sich dann hier zeigen. So, wir fangen einfach mal an mit Increases Colonies Manufacturing. Warum ist das bei... Na gut. Machen wir das mal. Mit fangen wir an, damit können wir dann so kleinere Fabriken bauen. Das sagt dann schon Idle Colony. So, das sind jetzt die einzelnen Bereiche, wo man bauen kann. Es gibt es hier mit teilweise Modifikatoren. Die sind unterschiedlich, bewirken auch unterschiedliches.